Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind heute auf der Taurus Mountain Line unterwegs. Das ist eine Strecke in der Türkei. Das gibt es seit kurzem für den TS Classic. Und ich dachte mir, das schaue ich mir nämlich an, denn die Bewertungen zu dieser Strecke, die sind unglaublich gut. Manche sagen sogar, das ist ein neuer Qualitätsstandard. Also vor allem, wie die Strecke aufgebaut ist, was alles an Details vom Handbuch mit dabei ist. Das Rollmaterial vom Detail, von der Umsetzung her, vor allem diese Lok, diese DE24000, mit der wir heute unterwegs sind, die ist ziemlich cool, muss ich schon sagen. Hat ein geiles Soundmodell, ist ein bisschen anspruchsvoller zum Fahren, aber hat was. Das Szenario, was wir heute fahren, ist von Yeniz nach, jetzt muss ich nochmal nachschauen, Ulugisla, ich spreche das garantiert falsch aus. Es dauert über anderthalb Stunden. So lange werden wir aber heute nicht fahren, wir werden uns einfach nur mal einen Teil der Strecke anschauen. Und schauen uns vor allem erstmal die Lok an. Wir werden erstmal die Pause wieder beenden. Machen die Tür auf. Und gehen mal rein in die Lok. Das erste, was wir anmachen, ist mal die Lichter, damit wir was sehen. So sieht das Ganze hier drin aus. Wir haben hier da die Bremsanzeige für den Turbo. Wir haben noch den Treibstoffdruck hier, dass ich jetzt noch aufbaut auf 2 Bar, hoffe ich mal. Temperatur. Strom, was wir hier haben, dann Drehzahlanzeige, Warnleuchten, dann unter anderem hier die Instrumentenbeleuchtung, Video Heaters, ist das Zugsicherheitssystem, das ist sowas, also eine Mischung aus ABS und PCB, wenn man so möchte. Geschwindigkeitsanzeige, der macht jetzt gerade einen Self-Test. Da können wir vorne die Lichter einschalten. Wir können auch den Radio hier anmachen, dann hören wir hier Stimmen. Wir lassen das aber aus. Dann hier oben Füllstandsanzeige. Die funktioniert auch. Sieht jetzt zwar nicht so aus, aber die muss ich tatsächlich updaten. Wir können dann zum Beispiel auch hier die Türen aufmachen. Fenster wie das übliche. Und ja, bei der Kameraansichten hier haben wir einmal hier links. Dann einmal Sicherungspanel. Das ist vor allem für den Kaltstart dann wichtig. Dann ein bisschen hier so versetzt in der Mitte. Anzeige hier oben nochmal. Ah, hier nochmal die Schalter. Okay. Wie ist denn unser Zugverband überhaupt aufgebaut? Wir haben hier einen Generatorwagen. Und dann hier die Personenwagen. Einmal zweite Klasse, nochmal zweite Klasse. Das glaube ich ist erste Klasse, bin mir nicht sicher. Und bei denen können wir natürlich auch reingehen. Das sieht dann so aus. Und da können wir auch umschalten. Da haben wir vor allem diese Ansicht einmal hier draußen. Was ich mega cool finde. Hier so. Und auf der anderen Seite draußen. So wie bei den Wagen mal durchschauen. Und auch vorne. Spielerei. So. Wir sind soweit abfahrbereit. Und das Signal sagt mir, dass wir da gleich abzweigen werden. Also maximal 30 dann auf der Weiche. Und danach haben wir aber freie Fahrt. Wäre es doppelgelb, dann hätten wir vermutlich nach der Abweichung entweder gelb oder rot. Grün heißt, wir haben danach Fahrt. Ich muss sagen, das Tutorial, was da mitkommt, ist sehr gut. Hat auch mehrere Teile, wird sehr gut erklärt. Es ist sogar vertont. Sieht man selten in TS Classic. Und wird dann eigentlich das ganz gut erklärt, wenn man da hier die Lok eigentlich bedient und auch wie man sie von kalt startet und was man beachten muss. Okay, wir haben Abfahrt. Hier haben wir mal das Signal. Das war zu weit. Und geben Gas. Achso, die Lokbremse ist noch drin. Das ist nicht gut. Jetzt geht's aber los. Ja, Sound hat schon was. Kann man schon nichts sagen.
Also geradeaus wird die Strecke noch weitergehen. Unsere Bergstrecke geht aber hier nach rechts weg. Ist weitestgehend eingleisig. Aber von der Landschaft her richtig, richtig schön. Also ein Teilstück bin ich schon gefahren. Und ich glaube, mit dem Szenario werde ich meine ganze Strecke fahren. Und euch davon ein bisschen das Beste davon zeigen, was die Strecke so zu bieten hat. Es ist halt leider nicht komplett hell. Wir haben es halt recht in der Früh. 20 vor 8. Oh, ein Feature gibt es noch. Wir haben hier dieses Clipboard. Wir können uns da unseren Fahrplan anschauen. Wir haben die Zugnummer 61305. Wenn wir jetzt hier mal weitergehen, dann haben wir hier auch den Fahrplan für das Szenario. Und er hat da wirklich für jedes Szenario, was er hier gemacht hat, den entsprechenden Fahrplan drin mit den Kilometer, was, welche Geschwindigkeitsbeschränkungen, wo wir haben, wo wir ankommen sollten, die Zugbegegnungen etc. Das ist schon mega cool. Okay, wir geben mal Gas. Wir dürfen hier 40 fahren. Hier beispielsweise, da steht es ja hier. 30, 30, 30. Kilometer 344, 40, 40, dann 100, 105 und Durak sind es dann 40 km/h Einfahrt mit der Zugbegegnung 32066. Ab und zu hat es in der Distanz so ein paar Grafikglitches. Das kommt aber nicht von der Strecke selber, sondern ich bin wieder mit der Vulkan Render Engine unterwegs und die ist einfach noch nicht so ganz ausgereift. Man sitzt ab und zu beim Berg. Wenn man jetzt Stock TS Classic fährt, dann sieht man das nicht. Aber der Vorteil ist halt, mit der Vulkan Engine habe ich halt hier meine 60 FPS und das Spiel sieht ein bisschen schöner aus. Aber ich bin es auch Stock gefahren, ohne Modifizierung, glaube ich, konstant bei den 30 FPS. Nicht wundern, das ist Wasser hier. An der Stelle übergebe ich mal in das Studio, dann gibt es noch ein paar interessante Fakten über die Strecke und der Lokomotive und dann komme ich auch wieder. Also, gute Fahrt! Die Taurusgebirgsroute beginnt im Bezirk Ulukla in der Stadt Niğde, die sich im Süden der Türkei befindet. Die Strecke durchquert das berühmte Taurusgebirge, der Namensgeber der Strecke ist. Es handelt sich um eine Strecke, die in der Mitte der Eisenbahnlinie Adana-Mersin im Herzen von Kukurova, dem größten Getreide- und Baumwollanbaugebiet der Türkei, endet und bis nach Yeniz, einer Stadt im Bezirk Tarsus, führt. Die Bagdadbahn, auch bekannt als Berlin-Bagdadbahn, wurde 1903 begonnen, aber erst 1940 fertiggestellt, um Berlin mit der damaligen osmanischen Stadt Bagdad zu verbinden, von der aus die Deutschen einen Hafen am Persischen Golf errichten wollten. Die 1600 Kilometer lange Strecke führte durch die heutige Türkei, Syrien und den Irak. Die Fertigstellung des Projekts dauerte mehrere Jahrzehnte und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war die Bahnlinie noch 960 Kilometer von ihrem Ziel entfernt. Das letzte Teilstück nach Bagdad wurde in den späten 1930er Jahren gebaut und der erste Zug von Istanbul nach Bagdad fuhr 1940 ab. Die Eisenbahn wurde in den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg zu einer Quelle internationaler Streitigkeiten. Es wurde zwar behauptet, dass diese 1914 vor Kriegsbeginn beigelegt wurden, aber auch, dass die Eisenbahn ein Ausdruck der imperialen Rivalität war, die die Hauptursache des Ersten Weltkriegs darstellte.
Technische Schwierigkeiten im abgelegenen Taurusgebirge und diplomatische Verzögerungen führten dazu, dass die Eisenbahn 1915 noch 480 Kilometer von ihrer Fertigstellung entfernt war, was ihre Nutzung während des Krieges stark einschränkte. Außerdem gab es drei Berge, durch die Bahnstrecke führen sollte, aber die Tunnel durch diese drei Berge waren noch nicht fertig. So war die Eisenbahn zu Beginn des Krieges in vier verschiedene Abschnitte unterteilt. Während des Krieges dauerte es insgesamt 22 Tage, um von Istanbul nach Bagdad zu gelangen. Auf dem Eisenbahnabschnitt Ulukla-Yeniz, dem Abschnitt, an dem unsere Taurusgebirgsstrecke vorbeiführt, entwickelten sich die Dinge wie folgt. Der Bau der Taurus-Eisenbahn begann mit dem Vertrag, den der osmanische Sultan Abdulhamid II. Und des deutschen Kaisers Wilhelm im Jahr 1888 unterzeichneten. Das Projekt sah vor, dass die Osmanen Soldaten, Waren und Passagiere transportieren und die Deutschen an die benötigten Ölvorkommen gelangen sollten. Zwischen Benemedik und Hakkaya, dem wichtigsten und schwierigsten Kreuzungspunkt der Bahnlinie, wurden von den Deutschen 22 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 12 Kilometern eröffnet. Es dauerte 20 Jahre, bis die Tunnel fertiggestellt und eröffnet waren. Heute werden alle Eisenbahnstrecken innerhalb der Grenzen der Republik Türkei von der türkischen Staatsbahn, TCDD, betrieben. Die Strecke ist die wichtigste konventionelle Güter- und Personenzugverbindung von Konya nach Mersin und Adana. Die Taurusgebirgsstrecke ist 125 Kilometer lang und verläuft zwischen Ulukla und Yeniz. Sie ist nicht elektrifiziert und führt, wie der Name schon sagt, überwiegend durch bergige Landschaften. Dabei ist die Strecke überwiegend einspurig. Zu der Strecke an sich gibt es noch folgende interessante Daten. Auf der Taurusbahn gibt es 9 Fernbahnhöfe sowie einen kleinen Kurzhalt. Die Höhen der Strecke liegen zwischen 27 Meter in Yeniz und 1470 Meter in Ulukla. Insgesamt gibt es 2 Lokomotivdepots in Ulukla und Yeniz, die benutzt werden können. Das Depot in Yeniz hat dabei Türen, die man öffnen kann, und in Ulukla gibt es zusätzlich eine Drehscheibe. Auf der ganzen Strecke gibt es 37 in die Felsen gehauene Tunnel, die alle individuell modelliert und platziert wurden. Dabei ist der kürzeste Tunnel 37 Meter lang und der längste 379 Meter. Neben den Tunneln gibt es mehr als 60 Brücken in verschiedenen Längen, darunter die berühmte Vardar Brücke, auch bekannt als Deutsche Brücke, die unter anderem in James Bond zu sehen ist. Die Baureihe DE24000, in der wir uns gerade befinden, ist eine dieselelektrische Lokomotive mit Kokodrehgestell. Ende der 1960er Jahre entschied sich die TCDD nach langem Zögern für ein Programm zur vollständigen Dieselung ihres Netzes. Dies bedeutete, dass etwa 800 Dampflokomotiven im Fernverkehr ersetzt werden mussten. Zusammen mit den Lokomotiven musste auch eine Infrastruktur für die Unterstützung und Wartung der Dieselloks geschaffen werden. Im langfristigen Interesse der TCDD wurde es als entscheidend angesehen, Know-how für Dieselmotoren im Land aufzubauen. Die Ausschreibung für diesen Technologietransfer wurde von einer Gruppe französischer Hersteller unter der Leitung von Materiel de Traction Electric, MTE, gewonnen. Die erste Lokomotive wurde am 20. Februar 1970 in Frankreich zu Testzwecken ausgeliefert. Die tatsächliche Produktion der DE24000 in der Türkei belief sich in den 14 Jahren von 1970 bis 1984 auf etwa 30 Einheiten pro Jahr. Insgesamt wurden 418 Kokolokomotiven hergestellt, die es der TCDD ermöglichten, einen Großteil ihrer Dampflokomotiven abzubauen. Sie waren bei allen möglichen Einsätzen und im ganzen Land zu sehen. Als Dieselmotor wurde der Pilstic 16 PA4 gewählt, ein bewährter Motor, der bereits seit 1963 in der BB67000 eingesetzt wird.
Dieser Motor profitierte von den in Frankreich gesammelten Erfahrungen und den umfangreichen Forschungsarbeiten der SNCF auf dem Gebiet der Dieseltraktion in den 1960er Jahren. Die Konstruktion wurde an die Anforderungen der TCDD angepasst, wo die Betriebsbedingungen härter sind als bei der SNCF. Die DE24000 tragen einen roten Anstrich mit zwei breiten weißen Streifen, die um den Wagenkasten herum verlaufen. Die Lokomotiven behielten während ihrer gesamten Lebensdauer die gleiche rote Lackierung. Einige wenige Einheiten trugen in den 1990er Jahren eine blau-weiß gestreifte Lackierung, die mit den Wagen des Mavitren, einem Schnellzug zwischen Istanbul und Ankara, harmonieren sollte. Etwa ab dem Jahr 2000 begann die TCDD mit einem Programm zur Renovierung der Führerstände der DE24000, um die Arbeitsbedingungen des Personals zu verbessern. Der alte Führerstand wurde durch einen neuen ersetzt, die besser schallgedämmt und mit einer Klimaanlage ausgestattet sind. Das Gehäuse des Klimakompressors auf dem Dach ist das am leichtesten zu erkennende Merkmal der neuen Kabine. Diese Renovierung wird im Rahmen einer Generalüberholung des Motors durchgeführt. Im Laufe von etwa 16 Jahren wurden dabei fast alle Lokomotiven renoviert. Ein interessanter Fakt zur Lokomotive ist, dass bis 2004 die Loks über ihre Leistungs- und Geschwindigkeitsgrenzen hinaus betrieben wurden. Verspätete Züge wurden in den Fahrplan eingepasst, indem die Geschwindigkeit um bis zu 10% über den Fahrplangeschwindigkeiten lag. Dazu war es erforderlich, sowohl die Geschwindigkeit der Zugmaschine zu erhöhen als auch das Übersetzungsverhältnis der Fahrmotoren zu ändern. Diese Praxis wurde nach der Entgleisung des Pamukova-Zugs verboten. Die Pamukova-Zugentgleisung war ein tödliches Zugunglück, das sich 2004 im Bezirk Pamukova in der Provinz Sakarya im Nordwesten der Türkei ereignete, als ein Hochgeschwindigkeitszug entgleiste, bei dem 41 Fahrgäste getötet und 80 verletzt wurden. Die Unfalluntersuchung ergab, dass der Zug in der Nähe des Bahnhofs Mekeze mit einer Geschwindigkeit von 132 km pro Stunde in eine Kurve mit einem Radius von 345 Meter fuhr, wo die Höchstgeschwindigkeit 80 km pro Stunde betrug. Durch die überhöhte Geschwindigkeit sprang das linke Rad des zweiten Wagens aus dem Gleis. Das Gleichgewicht des Zuges verschlechterte sich schnell und zwei nachfolgende Wagen, die an den entgleisten Wagen gekoppelt waren, drifteten zur Seite. Eine Analyse der Eisenbahnsimulationssoftware Adams Rail ergab, dass ein Zug mit einer Geschwindigkeit von 132 km pro Stunde in der Kurve entgleisen würde, während ein Zug mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h die Stelle passieren würde, ohne zu entgleisen. So, Papua wieder da und wir fahren ein bei Durak, wo wir einen kleinen Halt haben und dann geht es dann auch schon direkt weiter. Und ich hoffe, die Informationen, die ihr bis dahin bekommen habt, waren soweit informativ. Ich habe irgendwie vor, das demnächst öfter zu machen, dass wir eine Strecke fahren, dass es dann währenddessen von meiner Hilfsstimme hier, sage ich es mal so, entsprechend Fakten kommen. Gerne dazu Feedback in die Kommentare rein. Und ich weiß, es ist noch nicht ganz perfekt, aber das wird. Ja, und wie wir hier sehen, Bahnsteig hat es de facto keinen. Wir bleiben hier einfach nur so stehen und die Leute steigen dann ein. Barrierefreiheit ist halt da nicht so gegeben. Aber es ist ein wunderschönes Bahnhofsgebäude. Das werden wir uns gleich im Detail nochmal ansehen. Warten ja schon ein, zwei Leute. Und der Streckenabschnitt, den wir bis jetzt hier gefahren sind, das ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Es wird noch richtig steil und gebirgig. Also das Highlight kommt noch. Sieht doch gut aus. Leute steigen ein oder aus, je nachdem.
Und ich muss schon sagen, von der Landschaftsgestaltung her, wirklich toll gemacht. Also die Strecke ist das Geld wirklich wert. Holt euch das, wenn euch so die Landschaft da und auch die Umgebung gefällt. Und hier, dieses wunderschöne Bahnhofsgebäude. Echt cool. Gefällt mir. Ist mal nicht so monoton. Würde ich gern öfter sehen. Ja, der Kollege da unten wird vermutlich auch gleich mal losfahren, nachdem die Strecke jetzt frei ist. Ich höre irgendwie so ein Bremsen quietschen. Okay, wir werden uns erstmal hier hinstellen und dann auf die Abfahrt warten. Ist ja gleich mal soweit. Und dann geht's weiter bis zum nächsten Bahnhof, wo dann unser Video erstmal enden wird. Und ja, mal schauen. In einem Livestream eventuell fahren wir dann die ganze Strecke mal ab. Wie gesagt, das dauert über 2 Stunden, bis wir da abgefahren sind. Sofern nichts passiert. Ihr kennt's mich, bei mir passiert gerne mal was. Und ja, hätte schon Bock drauf. Okay, es ist jetzt Zeit für die Abfahrt. Bremsen lösen und Leistung geben. Also den Motorsound haben sie wirklich gut aufgenommen. Kann mich wirklich nicht beschweren. Und ich gehe mal davon aus, das dürfte recht authentisch sein. Also ich kenne das Original nicht, aber es klingt sehr authentisch. Und wenn man genau hinhört, dann hört man sogar ein bisschen was beim Generatorwagen. Gleich nach dem Bahnhof geht es steil nach oben. Schauen wir, dass wir jetzt relativ nah an die 40 kommen. Vielleicht sogar ein bisschen drüber, damit wir hier ein bisschen Schwung mitnehmen. Und dann heißt es wieder fast maximale Leistung. Ja, ein bisschen zu schnell, aber das ist schon okay. Dann ist eh gleich langsamer durch die Steigung. So, und jetzt gehen wir ein bisschen Schmackes. Ist übrigens Rangierende, der blaue Pfeil da. Auch das Rollgeräusch von den Wagen, sehr gut getroffen. Besser als wie beispielsweise Simtrain. Wenn wir das mal erwähnt haben. Wunderbar, dann können wir unsere theoretische Vmax von 105 ausfahren. Was wir ziemlich sicher nicht erreichen werden bei der Steigung. Aber schauen wir, dass wir so schnell wie möglich hier fahren. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange die da dran gesessen sind, die ganze Landschaft hier auszumodellieren. Aber eine Augenweide, macht Spaß hier zu fahren. Und, da könnte ich jetzt falsch liegen, ich glaube, es ist sogar die erste Strecke in der Türkei für den TS Classic. Zumindest die kommerzielle. Kann man schon vorstellen, dass es Community Maps gibt. Aber ich glaube, kommerziell ist es wirklich die allererste. Der Taurus Express fuhr zum ersten Mal am 15. Februar 1930. Damals mussten die Fahrgäste jedoch für die Strecke zwischen Nusaybin und Kirkuk in einen von der Compagnie Internationale des Waggonslitz bereitgestellten Triebwagen umsteigen. Von Kirkuk aus wurde die Reise mit der meterspurigen Eisenbahn nach Bagdad fortgesetzt. Im Jahr 1939 verkehrte diese Linie dreimal wöchentlich von Istanbul nach Bagdad mit Verbindungen nach Teheran und Kairo.
Nach der Fertigstellung der Bagdad-Bahn fuhr der Taurus-Express am 17. Juli 1940 vom Haydarpasa-Terminal in Istanbul ab und kam am 20. Juli 1940 im Hauptbahnhof von Bagdad an. Der Taurus Express verkehrte ursprünglich auf den Gleisen der türkischen Staatsbahn, der Südbahn, der nordsyrischen und kilikischen Eisenbahn sowie der irakischen Staatsbahn. Die türkische Staatsbahn erwarb 1948 die Südbahn und die syrische Eisenbahn erwarb 1965 die nordsyrische und kilikische Eisenbahn. Der Zug verkehrte zweimal wöchentlich, ab 1972 jedoch wöchentlich. Der Taurus Express kommt in Agatha Christies Kriminalroman Mord im Orient Express vor. Während der Hauptteil der Geschichte in einem anderen Zug der Compagnie Internationale des Waggons Litz, dem Simplon Orient Express, spielt, findet das erste Kapitel des Buches im Taurus Express statt. Aufgrund politischer Spannungen verkehrte der Zug seit 1982 nur noch als innertürkische Verbindung. 2001 bis zum Zweiten Golfkrieg 2003 soll ein wöchentliches Zugpaar in der Verbindung Mardin-Mosul-Bagdad bestanden haben. Bis 2008 fuhr der Taurus Express dreimal wöchentlich zwischen Istanbul-Haydarpasa und Gaziantep. . 2002 wurde in einem Abkommen der türkischen und der irakischen Eisenbahn die Wiederaufnahme der Direktverbindung von Istanbul nach Bagdad beschlossen. Doch der dritte Golfkrieg und anschließend der Bürgerkrieg in Syrien verhinderten bis jetzt, dass dieser Plan umgesetzt wird. Der Taurus-Express innerhalb der Türkei wurde durch die TCDD im Juni 2008 mit der Begründung langfristiger Bauarbeiten eingestellt und der Betrieb seitdem nicht wieder aufgenommen. Ja, und damit kommen wir auch bei unserem finalen Halt hier an für diese kleine Fahrt. Und der Halt hat es in sich, denn der ist innerhalb dieser Steigung. Und das Anhalten hier ist eine Challenge. Und wir müssen eh ein bisschen weiterziehen in den Generatorwagen, damit der Personenwagen hier halb bis auf dem Bahnsteig ist. Tut mir leid an die Autofahrer, aber geht nicht anders. Ja, und ich glaube, das hat leider nicht funktioniert. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Gib Leistung, bitte, danke. Ah, wir rollen rückwärts, das ist nicht so gut. Komm jetzt. Okay, reinbremsen. Bleibst du stehen? Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. So. Initialleistung, Bremsen lösen. Und jetzt, ja, endlich, wir haben Leistung. Komm, zieh's rauf. Sind sogar noch in der Zeit. Doppeltraktion wäre da natürlich was Schönes. Okay, der erste Personenwagen, der ist immer schön drin. Ich glaube, das müsste jetzt schon mal reichen. Anhalten und Türen auf. Wunderbar, jetzt hat es geklappt. Ja, es ist das erste Mal, dass ich hier anhalte. Die anderen steigen halt im Grün aus, aber das sind sie ja eh schon gewohnt, dass vielleicht mal kein Bahnsteig da ist. Aber schaut euch mal hier die Steigung an. Das ist schon irre. Und ich glaube, das wird später zu der Strecke natürlich auch noch viel schlimmer. Aber so macht es natürlich Spaß zum Fahren. Okay, ja, das ist mal eine etwas andere Episode gewesen. Vor allem mit meiner Hilfsstimme hier. Ich hoffe, das kommt halbwegs gut an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Wir werden uns natürlich hier noch die Ausfahrt geben. Und dann ist Schluss für heute. Ich wünsche euch was.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.